Deswegen sage ich immer so schön, Freundschaft, Brüderschaft ist nicht nur ein Wort. Ein Freund, ein wahrer Freund, ein wahrer Bruder ist eine Last, die du erstmal in der Lage dazu, du musst erstmal in der Lage dazu sein, diesen Bruder zu tragen. Deswegen Menschen, die mir sagen, ich habe 100 Brüder, nehme ich gar nicht ernst. Der hat nicht einen einzigen Bruder. Der denkt, der hat 100 Brüder, aber der hat nicht einen einzigen Bruder. Weil ein Bruder ist schwierig. Für einen wahren Bruder zu haben, ist eine schwierige Verantwortung. Ist nicht nur, ich habe jetzt einen Freund, Bruder, wir sind immer füreinander da, aber wenn es dann hart auf hart kommt, ist keiner da. Das heißt, du musst wirklich, wenn du es zu jemandem Bruder sagst, sind seine Sorgen deine Sorge. Seine Probleme sind deine Probleme. Wenn der mit dem Kopf gefickt ins Bett geht, gehst du genauso kopfgefickt ins Bett. Das bedeutet, du hast einen Bruder. Das gibt's da draußen nicht. Verstehst du? Und wenn ich dann da herauswachse und sage, hier, ich habe vielleicht ein, zwei Leute, das sind meine Brüder, die ziehe ich mit mir, dann habe ich meine Pflicht erfüllt, aber ich muss jetzt nicht jeden Penner von der Straße mitziehen.